Ja, hoi, meine Roadtrip-Freunde von heute. Willkommen zurück zu Madhaufen ProBMX 2. Immer den Part, mehr Aufgaben. Überquer den Fluss, also auf Portland, überquer den Fluss, fäll den Baum und lande einen Frontflip über die Flussgap. Zwei Aufgaben, die ich mir ahnen kann, wo sie sind, denn wir müssen über den Fluss rüber und es gibt nur einen Ort, an dem wir über den Fluss rüber können. Nämlich, genau, ihr habt richtig geraten, ihr habt es noch nicht geraten, aber ist ein rüber. Fick dich, Spiel. Darf nicht rüber. Das Spiel sagt so, nö. Es gibt einen offiziellen Weg. Er sagt es echt. Es denkt sich so von wegen, nee, du darfst hier nicht rüber. Was ist denn die Scheiße denn? What's that? Nun machen wir es auf den offiziellen Weg. Glaube ich, das so, geht das so? Jetzt bin ich hier drüben. Okay, wir fällen den Baum. Wie auch immer den Baum fällen, ich habe keine Ahnung. So vielleicht? Nein, das war kein Fällen, das war eher ein... Hey, da war ein Grind. Vielleicht ein Lip-Trick draufhalten? Verdammt gut. Fällt er um? Er fällt um! Wunderbar. Gut, und... Was haben wir hier? Da war irgendwas Gelbes. Ich häng fest. Hier die ganze Zeit immer diese Luft. Finde ich cool. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir auch nochmal ein paar Sachen. Ich möchte mal kurz die Special-Anzeige voll machen, dass wir dann den Frontflip machen. Oh, stopp, bevor ich den Frontflip mache. Wie geht der Frontflip überhaupt? Also, weiß ich, wie der Frontflip geht. Ach, so geht der Frontflip. Okay. Was war das denn jetzt? Okay, scheiß auf Special-Anzeige. Ich schaffe auch so. Okay, das schaffen wir nicht. Ich schaffe wohl so. Warum geht der Frontflip jetzt auf einmal nicht mehr? Geht das? Ich kann nicht betrügen, okay. Schade, wäre ja ein Versuch wert gewesen. Gut, Frontflip über den Flussgap. Neu starten. Ich habe auch kein Gap bekommen, ne? Soll ich mal an der Stelle erwähnen? Gut. Hey! Wow. Kann ich jetzt eigentlich auch darüber springen? Kann ja theoretisch. Kann halt was. Rüber grinden, dann kann ich auch rüberspringen. Schön noch. Ich hab gebuggt. Ich bin gar nicht ins Wasser gefallen. Habt ihr das mitgekriegt? Schön auch. Wie es einfach so dieser Baum in diese Erde hier eingearbeitet ist. Und schön, wie man darauf gar nicht direkt grinden kann. Doch, kann man wohl. Okay, ich habe gelogen. Aber ich habe nicht mal gelogen, aber es ging gerade nicht. Okay, da geht's hoch. Was bringen wir jetzt hier hochzufahren? Mountain Gap. Okay. So, komm. Schaffe ich. Und ich lande einfach am Anfang des Levels. Das war ja mal ein totaler Reinfall. Was? Ich darf nicht auf die Bäume springen, oder was? Nass gemacht. Ist das ein Biber? Das ist ein Biber. Ist das vielleicht Justin Bieber Zahnjäger? Nein, ist es nicht. Das Spiel existierte zu einer Zeit, da gab es diesen komischen Biber-Typ noch nicht. So. Ohne Worte. Ich krieg diesen verdammten Backflip nicht hin, Frontflip nicht hin. Alter, ist das... Das ist nervig. Warum ist der Frontflip eigentlich an so einer scheiß Stelle gelegt? Ich meine, der Backflip ist einfach unten rechts gelegt. Und warum muss man uns dann... Guck mal, da kommt eher der Lookdown, als dass der Frontflip kommt. Oh, dieser Bau, Alter. Was soll ich eigentlich da hinten? Eine Fotokamera. Okay. Okay. Jo, Bro.
Das ist genau das, was die Menschheit braucht. Dankeschön. Wuhu. Lauf beenden. Neu starten. Toothpick Grind am Bahnzaun. Adrenalintrick über das Übergangsschild. Mache nur 45 No-Handed Falls zur Hölle. Was will der von mir, ein 540er No-Handed? Das ist doch nicht dein Ernstspiel, oder? Alter, du hast doch nicht... Alter, du hast doch den Schuss nicht gehört, oder? Nee, du hast den Schuss echt nicht gehört. Vor allem, er macht einfach keinen Freund. Er macht lieber diesen Lookdown. Das ist irgendwie ziemlich... ja. Willst du mal aufhören, den Ken-Ken zu machen? Wisst ihr, was das Problem ist? Er will keinen Frontflip machen. Also dieser Frontflip ist so scheiße platziert irgendwie. Ja, jetzt... Fick dich ins Knie. Jetzt wollte ich ein paar Frontflips machen. Jetzt macht er die auf einmal beide auf einmal. Guck mal, jetzt will ich die nicht mehr machen. Ja. Ich sage, dass die Aufgabe gerade ein bisschen schwierig ist, aber... Okay, das war schon mal die Hälfte. Und dann bin ich aus irgendeinem Grund hingefallen. Ich habe, glaube ich, einen Trick gemacht, einfach, obwohl ich es nicht machen sollte. Flipflop, was? Ah, Leute, dieser Frontflip ist komisch. Na! Da auf jeden Fall das No-Handed schon mal. Okay, Neustart. Das ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig. Schwierigkeitsgrad ist ultimativ angestiegen. Aber ich glaube, ich habe eine Stelle gefunden, wo man es gut machen kann. Okay. Okay. Oh Gott, ist das schwierig, Alter. Leute, ich drücke gerade. Ja, ich darf die Taste nicht loslassen. Nein, das war Einwohnfutter. Ist das komplex, Alter. Es ist komplex, Leute. Okay, ich muss, Alter, nein. Na. Ah. Alter, was ist das für ein Trick? Oh, ich hatte es fast. Alter, was ist das für ein Trick? Ist das Hardcore, Alter? Ja, das war ein Futter. Alter, das ist die Hardcore-Aufgabe schlechthin. Holy shitting fuck, Alter. Wuhu! Oh, heiliger! Heiliger Moses, Alter! Heiliger Moses! Wenigstens hat er die Kombo gelandet. Gut, machen wir mal die Punkte jetzt gerade. Heiliger Moses! Alter, ich wollte gerade Neustart machen aus Reflex, weil ich den Frontflip nicht geschafft habe. Gott sei Dank! Gott sei Dank. Flipflop. Gott, er. Oh Gott, der Peacock gibt. Alter, was ist das für ein Trick? Queen, okay. Peacock. Alter, das ist so ein Monstertrick. Monstertrick, Leute. Wow. Okay.
Laufbänden. Es fehlen noch zwei Secrets. Adrenalintrick über das Bahnübergangsschild und Toothpick am Bahnzaun. Was auch immer mit Bahn zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Kalt, was? Ja, kalt ist es eher, dass das Spiel gerade gesagt hat, von wegen, hey, du kommst nicht durch. Mein Gott, Alter. Sei nicht so pingelig. Spiel, sei nicht so pingelig. Danke. Wo bin ich gerade hängen geblieben? Ich springe einfach nicht. Am Arsch. Er schmeißt mich da trotzdem runter. So, Nausblick am ganzen Zaun. Am Bahnzaun hieß es ja hier. Kriegen wir bestimmt die Nachricht, dass wir das geschafft haben. Oder dass wir einfach stehen geblieben sind. Ja, das kann es auch sein. Okay, wir sollten mal in die Richtung wenden. Es ist schon richtig, dass wir in die Richtung wenden, weil die Richtung halt. Was ist das? Da ist doch ein Secret. Ist das ein Secret? Was ist das? Lol. Das soll mir doch irgendwas sagen. Lang winden? Tunnel geweint. Das ist einfach nur Tunnel geweint. Das sah nach einem verdammten Secret aus. Ja, das sah nach einem verdammten Secret aus. Okay. Toothpick weint. Das sieht doch mal gut aus. Vom Tempo her auch. Sprach er und wurde wieder richtig langsam. Toll, du hast es geschafft. Diese Nachricht irgendwie ist irgendwie immer ein bisschen enttäuschend irgendwie. Die ist nicht irgendwie so, bam, du hast es geschafft, sondern, oh, du hast es geschafft. Und dann darüber, ne? Alter. Okay. Okay. Rocket Air, auf die Schnauze. Adrenalin-Trick, okay. Wir von der Maser GmbH, das klingt irgendwie danach. Ach man. Okay, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, ich möchte gerne nochmal in den Tunnel rein. Denn der Tunnel sah mir ein bisschen nach Secret aus. Wenn ich sage, ich glaube, da ist auch was. Vielleicht sollen wir so richtig anfangen und da auch richtig grinden. Weil hier auch so eine Rampe darüber ist. So, passiert hier irgendwas? Außer der Tunnel grind? Nein, es passiert echt nichts. Okay. Komm. Oh Gott sei Dank. Alter, das war knapp. Saubere Landung. Ja, jetzt brauchen wir noch die beiden Secrets, ist die Frage. Dirt Track Transfer, okay. Warum ist da eine Rampe, die ins Nichts führt? Okay, die führt nicht wirklich hin. Na, okay, hier ist sowas. Gut, das habe ich gerade nicht gesehen. Auch komisch, ne? Hier ist so eine komische Rampe, die einfach so am Rand des Levels steht. Die Frage, die ich jetzt aber habe. So, immer noch Secrets. Oh Gott, ich hänge fest. Okay, ich hänge nicht fest. Dim, dim. Doch, ich hänge fest. Dim, dim. Damit irgendwas machen. Zwei Secrets brauchen wir noch. Und eins habe ich keine Ahnung. Eins ist die CD. Aber Bigfoot. Ich kann mir vorstellen, Bigfoot hat irgendein Geheimnis. Ein Secret. Übrigens kann ich hier... Was? Bigfoot könnte ein Geheimnis sein. Ich konnte übrigens gerade nicht an das Gebiet ran. Warum auch immer. Da wollen wir mal hier lang. Warte mal, da kommt doch ein Ast. Kann ich von diesem Ast aus vorüberspringen und dann mit Bigfoot sauer? Keine Ahnung. Zwei Secrets noch. Die wollen wir noch finden und dann beenden wir den Part. Hui. Ja, ich habe den Level gemeistert, aber ich habe die Secrets nicht. Warte, die CD kriegen wir doch bestimmt über den Weg hier. Oder? Also wir versuchen einfach mal. Ja, doch, die CD müssen wir eigentlich hier rüber kriegen. Insane Cliffhanger. Und wo denn sonst? Gibt's noch ein. Oh, wir sind wieder oben. Das ist aber sehr freundlich von dem Spiel. Warte, hier ist noch eine Rampe. Und hier auch irgendwie hin. Ja, aber bringt mir nichts. Nee. Oh, doch, bringt mir was wohl. Ich habe was entdeckt, was ich glaube, ich brauche. Und zwar hier die Kante. Gut, Mission CD und das andere Secret, was ich gerade nicht weiß.
Ich glaube doch, das hat was damit zu tun, die Kanzel hier. Und wie das... Und wie das was damit zu tun hat, Alter. Okay, Tree of Woe. Keine Ahnung. Woe! So, dann wollen wir mal kurz die Special-Anzeige voll machen, dass wir Bigfoot beeindrucken können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwas mit Bigfoot machen müssen, dass der uns zustimmt und sagt so, hey, ich bin auch ein Skater, ein Biker. Das wäre natürlich der Bruder schlechthin, ne? Moment, ich kann hier keinen... Was soll ich denn sonst hier machen? Hä? Autsch. Ja, gut, das Spiel lässt mich wenigstens wieder hier hoch. Was können wir machen, um Bigfoot zu verärgern? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwas damit auf sich hat. Nur was? Dass wir das gelandet haben. Das Rätsel um Bigfoot. Das ist gerade das Interessante an dem Level. Hi, Bigfoot. Moment, er hat da selber eine... Er hat da einen Baumstamm. Ich will mich nicht immer hier hochkämpfen müssen. Das ist ein bisschen nervig. Man kann aber auch da nichts machen, ne? Man kann hier zwar rein, aber das war's auch schon. Ich hänge halbwegs fest. Ah, guck mal, ich könnte auch theoretisch... Alter. Okay, hier könnte ich jetzt nicht mehr hoch, aber gut. Ach, so ist das hier aufgebaut. Okay, interessant. Ja, trotzdem frage ich mich, was ich bei Bigfoot machen soll. Ich kann hier... Ja, Donkey Kong, wir wissen es. Oder Diddy Kong in dem Fall. Ja, ist klar. Was? Wie kann man Bigfoot beeindrucken? Ich kann mir vorstellen, dass das eine Aufgabe ist. Der Bigfoot läuft ja nicht umsonst rum, Leute. Das Ganze, okay, die Eichhörnchen laufen hier auch rum. Aber das ist ein Squirrel Gap. Da, Bigfoot, hast du den ultimativen Trick gesehen? Mal ernsthaft. Das Spiel ist wahrscheinlich echt komisch, wie ich hinfalle. So. Oh, willst du eher einen Cliffhanger sehen? Autsch. Rechnung mit Cliffhanger. Wie gehen wir mal Cliffhanger? Das war Bumerang. Spiel, hör auf damit. Hangte, nein. Hang to. Was macht Matt Hoffman da? Undertale. Ich will doch einfach nur einen Cliffhanger. Da ist ein Elefant. Hier, Elefant! Ich habe keine Ahnung. Leute, wir machen einfach mal das, was jeder gute Let's Player macht. Wir googeln. Matt Hoffman Pro BMX 2 Bigfoot Bridge Manual. Das kommt als erstes. Interessant. Bin wohl nicht der Einzige, der damit hat. Secrets. Ich habe jetzt Angst, dass ich irgendwelche Cheats da sehe. Wobei, Cheats kann man sich eigentlich auch gucken. PS2-Zeit so, ne? Oh, verdammt, da sind Cheats. Was? Es gibt echt was mit Bigfoot. In Portland, get across the river and perform at between the two kickers at the bottom of the hill. Das kann man für... Was? Moment. Was? An sehr Stelle war erwähnt, mein Headset rutscht vom Kopf. So, was hat das damit denn so zu tun? Ich weiß, wo die meinen. Und Leute, war das schon mal, ne? Aber es ergibt keinen Sinn. Was hat das denn damit zu tun? Autsch. Habt ihr gesehen, wie ich hingefallen bin? Ihr kleinen Kackbratzen. Und ich lande hier unten wieder. Ey, hier oben. Oh Gott, was ist das denn? Das ist... Nein, das ist kein guter Soundtrack. Ich kann nicht den irgendwie weitermachen. Das klingt schon besser. Okay, es ist nicht ein besserer Song, aber es ist urheberrechtlich gefreundlich besser. So. Na? Ja, wobei, der Song ist auch besser als der andere gerade. So.
Okay, wollen wir mal gucken, ob da was dran ist, was da gerade stand. Gut, ich habe auch gerade gelesen per Zufall, tut mir leid an der Stelle, Leute, aber wie ich diese Vanessa-Type da freigekriegt habe, war auch an Adrenalin-Trick mäßig. So. Was? Was? Was hat das denn damit zu tun? Bigfoot kam hier hinter dem Stein übrigens her. Da können wir übrigens nicht hin. Interessant. Steht er noch dahinter? Ich verstehe nicht, was es damit auf sich hat, aber gut. Kein bisschen. Tut mir leid, Leute. Lauf beenden. Alle Secrets gefunden. Das ist gut. Gaps? Na, Endergebnis? Nein. Zurück zum Bus. Mir fehlt jedes Wort dazu. Gut, zwei Level fehlen uns noch. Ich würde sagen, das beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Und Masala Vista, Baby.